Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute gibt es das siebte Update, also die Zusammenfassung der Palmblattlesung aus Chennai. Denn vor kurzem hat Thomas Ritter die Palmblattlesung Übersetzung gemacht. Und wie ihr wisst, mache ich ja immer die Zusammenfassung und die kommt heute. Es wird wieder total spannend. Es gibt viel Neues und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei bei dieser siebten Zusammenfassung. Bis gleich, nach dem Intro geht's weiter. Kommen wir zur ersten Vorhersage. Da geht es um Europa und den Nahen Osten. Herausforderung für Europa, soziale und ökonomische Dimensionen. In den kommenden Monaten steht Europa vor einer Reihe von Herausforderungen, die sowohl soziale als auch ökonomische Dimensionen annehmen werden. Bestehenden Probleme, die nicht nur Deutschland, sondern die gesamte EU betreffen, drohen sich weiter zu verschärfen. Diese Entwicklungen könnten weitreichende soziale Auswirkungen haben, die den Alltag der Menschen prägen werden. Alarmierende Entwicklung im Nahen Osten. Während Europa mit internen Krisen kämpft, brodelt es im Nahen Osten. Hier zeichnen sich alarmierende Entwicklungen ab. Eine überraschende Allianz aus drei Ländern plant, in den nächsten Monaten einen unerwarteten Angriff oder sogar eine Invasion durchzuführen. Dieser militärische Vorstoß, der ohne Vorankündigung erfolgen soll, könnte bereits bis Januar des nächsten Jahres Realität werden. Geopolitische Spannungen und militärische Bedrohungen. Die geopolitischen Spannungen und die wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa werden in einem globalen Kontext immer bedeutender. Wie werden die europäischen Staaten auf diese Bedrohung reagieren? Und welche Auswirkungen werden diese Ereignisse auf die Stabilität der Region und darüber hinaus haben? Kritische Monate für Europa und den Nahen Osten. Die kommenden Monate versprechen eine kritische Zeit für Europa und den Nahen Osten zu werden, in der sich die Weichen für die Zukunft stellen könnten. Zweitens, England. Britische Monarchie im Fokus der Kritik. In den kommenden Monaten wird die britische Monarchie in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und sieht sich massiver Kritik ausgesetzt. Besonders London als Zentrum der königlichen Familie wird Schauplatz spannender Entwicklungen sein. Rückzug eines Familienmitglieds aufgrund schwerwiegender Vorwürfe. Ein bestimmtes Familienmitglied wird sich voraussichtlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen, nachdem schwerwiegende Vorwürfe laut geworden sind. Diese Anklagen, die sowohl von Seiten der Medien als auch der Öffentlichkeit kommen, könnten die Monarchie in eine tiefe Krise stürzen. Potenzielle Krise für die Royals. Die Situation verspricht für die Royals äußerst problematisch zu werden und könnte das Bild der britischen Monarchie nachhaltig verändern. Wie wird die Familie mit diesen Herausforderungen umgehen? Werden sie in der Lage sein, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen? Die kommenden Monate werden entscheidend sein, nicht nur für die Royals, sondern auch für die Wahrnehmung der Monarchie in der britischen Gesellschaft. Drittens, Weltreligion. Unerwarteter Verlust eines hochrangigen Vertreters. In den kommenden Monaten
könnte eine überraschende Wendung in der Welt der Buchreligion bevorstehen. Ein hochrangiger religiöser Vertreter, der in seiner Gemeinschaft als Prophet verehrt wird, wird voraussichtlich unerwartet versterben. Dies könnte im Christentum der Papst, in der Orthodoxie ein bedeutender Patriarch oder in der islamischen Welt ein einflussreicher Führer sein. Schock und Reaktion innerhalb der Glaubensgemeinschaft. Dieser plötzliche Verlust, der durch gesundheitliche Probleme verursacht wird, wird nicht nur von den Anhängern als tiefgreifender Schock empfunden, sondern auch international als schwerwiegendes Problem wahrgenommen. Die Reaktionen werden vielfältig sein, Trauer, Unruhe und möglicherweise sogar Spannungen innerhalb der Glaubensgemeinschaften könnten die Folge sein. Einfluss auf die religiöse Landschaft und den interreligiösen Dialog. Die bevorstehenden Monate versprechen die religiöse Landschaft erheblich zu beeinflussen. Wie werden die Gläubigen auf diesen Verlust reagieren? Welche Auswirkungen wird dies auf den interreligiösen Dialog und die globalen Beziehungen haben? Weltweite Folgen und kritische Entwicklungen. Die Welt steht an einem Wendepunkt. Und die Entwicklungen könnten welt- und weitreichende Folgen für die Zukunft der Weltreligion haben. Die Spannung steigt und alle Augen sind auf diese kritischen Ereignisse gerichtet. Viertens, Russland und Ukraine. Anhaltender Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird in den kommenden Monaten weiterhin anhalten und sich voraussichtlich bis zum Ende des Jahres hinziehen. Trotz intensiver Friedensbemühungen scheinen die Verhandlungen noch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen. Die Fronten sind verhärtet und die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Entscheidung über Dialog oder Eskalation. Die bevorstehenden Monate könnten entscheidend dafür sein, ob ein echter Dialog entsteht oder ob die Situation weiter eskaliert. Die internationale Gemeinschaft beobachtet gespannt, wie sich die Lage entwickeln wird. Werden neue Diplomatieinitiativen die Wende bringen oder stehen wir vor einer weiteren Phase des Konflikts? Turbulente Wochen mit humanitären und politischen Auswirkungen. Die kommenden Wochen versprechen äußerst turbulent zu werden, da sowohl die humanitären als auch die politischen Auswirkungen des Krieges weiterhin spürbar sind. Hoffnung auf Frieden oder tiefere Wunden? Es bleibt abzuwarten, ob Hoffnung auf Frieden entsteht oder ob der Konflikt noch tiefere Wunden hinterlassen wird. Die Welt blickt gespannt auf die Entwicklungen in dieser kritischen Region. Fünftens, Weltwirtschaft. Kritische Phase der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft steht vor einer kritischen Phase, in der sich die Auswirkungen der aktuellen Situation zunehmend bemerkbar machen. Die Logistik ist bereits stark belastet und die Lieferketten werden überdehnt, was zu längeren und teuren Transportwegen führt. Dies hat nicht nur Einfluss auf das Angebot, sondern könnte auch zu einem Mangel an lebensnotwendigen Gütern führen, von Lebensmitteln bis hin zu alltäglichen Bedarfsartikeln. Unvermeidliche Preissteigerung. Die Prognosen deuten darauf hin, dass Preissteigerungen unvermeidlich sind. Die Kosten für essentielle Produkte, einschließlich Heizöl und Kraftstoffen wie Benzin und Diesel, könnten wieder anziehen. Nach einem vorübergehenden Rückgang in der ersten Jahreshälfte wird im dritten und vierten Quartal dieses Jahres mit einem signifikanten Anstieg der Preise gerechnet. Globale Auswirkungen auf Lieferkettenproblematik. Diese Probleme sind nicht auf Europa beschränkt, sondern werden sich weltweit auswirken. Die Überlastung der Lieferketten betrifft alle Länder und könnte zu einer globalen Herausforderung werden.
Angesichts dieser Entwicklungen wird empfohlen, sich vorausschauend auf mögliche Engpässe einzustellen und vorzubereiten. Eine vernünftige Lagerhaltung von grundlegenden Verbrauchsmaterialien und Lebensmitteln könnte entscheidend sein, um für unerwartete Engpässe gewappnet zu sein. Vorbereitung auf Engpässe und Mängel. Die nächsten Monate versprechen, turbulent zu werden. Wie werden Staaten und Verbraucher auf diese Herausforderung reagieren? Welche Strategien werden notwendig sein, um die Auswirkungen der steigenden Preise und der möglichen Mängel zu bewältigen? Turbulente Monate und strategische Reaktion. Die Welt beobachtet gespannt, während sich die wirtschaftlichen Turbulenzen entfalten. Sechstens, Investitionen. Aufwärtstrend bei Goldinvestitionen. In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit rücken Investitionsmöglichkeiten in Gold und Silber zunehmend in den Fokus. Experten beobachten einen klaren Aufwärtstrend für Gold, der sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Obwohl es gelegentlich zu Rücksetzern kommen kann, bleibt der langfristige Wert des Edelmetalls stabil und zeigt eine klare Tendenz nach oben. Silber als vielversprechende Anlage. Silber wird diesem Trend folgen und könnte sich als ebenso vielversprechende Anlage erweisen. Mit der wachsenden Unsicherheit auf den Märkten suchen viele Anleger nach sicheren Häfen und Gold sowie Silber scheinen genau dazu, das Richtige zu bieten. Entscheidende Jahre für Edelmetallinvestoren und spannende Entwicklung auf den Märkten. Die nächsten Jahre könnten entscheidend sein für diejenigen, die in Edelmetalle investieren wollen. Werden sie die Chancen nutzen, um ihr Portfolio abzusichern? Und wie werden sich die Preisentwicklungen auf die globalen Märkte auswirken? Die Welt der Edelmetallinvestitionen verspricht, spannend zu bleiben, während Anleger auf die Entwicklung achten, die zukünftige Trends prägen könnten. Siebtens, Südostasien, Indonesien, Japan und die Chinesische See. Naturkatastrophen durch tektonische Aktivitäten. In den kommenden Monaten stehen Indonesien und Japan vor einer potenziellen Naturkatastrophe, da verstärkte tektonische Aktivitäten erwartet werden. Sowohl vulkanische Ausbrüche als auch Erdbeben, die sich sowohl an Land als auch unter Wasser ereignen, könnten die Region stark beeinflussen. Die Gefahr von Tsunamis und erheblichen Schäden durch diese Naturereignisse ist real und wird die Anwohner vor große Herausforderungen stellen. Geopolitische Spannungen im Chinesischen Meer. Zusätzlich zu diesen natürlichen Bedrohungen gibt es auch besorgniserregende geopolitische Spannungen in der Region. Im Chinesischen Meer und in den Gewässern um Japan wird eine zunehmende Kriegsgefahr prognostiziert. Die Beziehungen zwischen China und Japan und Taiwan könnten sich weiter verschärfen, was zu Konflikten führen könnte, die überwiegend zur See ausgetragen werden. Turbulente Monate für Indonesien und Japan. Die nächsten Monate versprechen, turbulent zu werden. Werden die betroffenen Länder in der Lage sein, sich sowohl gegen die Naturgewalten als auch gegen die geopolitischen Spannungen zu wappnen? Globale Beobachtungen und mögliche Auswirkungen. Die Welt beobachtet gespannt, während sich die Ereignisse in dieser strategisch wichtigen Region entfalten und möglicherweise weitreichende Auswirkungen auf die globale Stabilität haben könnten. Achtens, USA. Turbulente Zeiten in den USA. In den kommenden Monaten zeichnen sich in den Vereinigten Staaten von Amerika turbulente Zeiten ab. Zum Jahresende und im ersten Quartal des neuen Jahres sind sowohl gesellschaftliche als auch technische Herausforderungen zu erwarten. Risiken durch technische Unfälle. Auf der einen Seite gibt es besorgniserregende Berichte über Unfälle
und Katastrophen, die durch Explosionen und Brände in verschiedenen technischen Anlagen ausgelöst werden könnten. Diese Ereignisse könnten weitreichende Auswirkungen auf die Infrastruktur und das tägliche Leben der Bürger haben. Intensiver Wahlkampf und politische Spannungen. Gleichzeitig befindet sich das Land im intensiven Wahlkampf. Die Medien scheinen überwiegend die demokratische Kandidatin zu unterstützen, die als charismatische Führungsfigur gefeiert wird und scheinbar die breite Masse hinter sich vereint. Doch nicht alle sind überzeugt. Ihr republikanischer Herausforderer hat sich als ernstzunehmender Gegner etabliert und könnte in den kommenden Monaten an Einfluss gewinnen. Einfluss der Wahlen auf gesellschaftliche Herausforderungen. Die politische Landschaft wird zunehmend spannender und es bleibt abzuwarten, wie sich die Wahlen auf das Land auswirken werden. Werden die Herausforderungen der technischen und gesellschaftlichen Art die Wähler beeinflussen? Entscheidende Monate für die Zukunft der USA. Und wer wird letztlich als Sieger aus diesem Wettkampf hervorgehen? Die nächsten Monate versprechen entscheidend für die Zukunft der USA zu werden. Neuntens, Naher und Mittlerer Osten. Versorgungsengpässe im Nahen und Mittleren Osten. Im Nahen und Mittleren Osten stehen die Menschen vor zunehmenden Herausforderungen in der Versorgung mit alltäglichen Gütern und Lebensmitteln. Die anhaltenden Konflikte in der Region haben bereits erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungslage und es ist zu erwarten, dass sich diese Situation in den kommenden Monaten weiter verschärfen wird. Auswirkungen von Konflikten auf Handelsrouten. Die Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen und Ländern wirken sich direkt auf die Handelsrouten und die Verfügbarkeit von lebensnotwendigen Ressourcen aus. Die Unsicherheit und Instabilität in dieser geopolitisch sensiblen Region könnten zu weiteren Engpässen führen, was die Lebensbedingungen der Bevölkerung erheblich beeinträchtigen würde. Instabilität und Unsicherheit in der Region. Die nächsten Monate versprechen kritisch zu werden. Wie werden die betroffenen Länder und ihre Bürger auf die sich verschärfenden Versorgungsengpässe reagieren? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Nahrungsmittel- und Güterversorgung zu sichern? Globale Aufmerksamkeit auf Lösungsansätze. Während die Welt auf die Entwicklung in dieser strategisch wichtigen Region blickt, bleibt abzuwarten, ob es Lösungen geben wird, die den Menschen in Not helfen könnten. Zehntens, eine Zeit der Herausforderungen von Oktober 2024 bis August 2025. Schwierige Monate für die Menschheit. Die Monate zwischen Oktober dieses Jahres und August des kommenden Jahres stehen bevor und versprechen, eine besonders schwierige Phase für die Menschheit zu werden. Die bestehenden Probleme, die bereits viele Regionen betreffen, werden sich weiter verschärfen und eine Vielzahl neuer Herausforderungen mit sich bringen. Kritische Kommunikationsausfälle im April 2025. Insbesondere im April 2025 wird eine kritische Zeit erwartet. In diesem Monat könnten massive Ausfälle im Kommunikationsbereich auftreten, was die gewohnten Möglichkeiten der Interaktion stark einschränken würde. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass sich die Kriegssituation in mehreren Regionen erheblich verschärfen könnte, was zu hohen Verlusten an Menschenleben führen würde. Diese Konflikte könnten zudem mit Naturkatastrophen einhergehen, die durch die instabile geopolitische Lage ausgelöst werden. Mögliche Naturkatastrophen und externe Bedrohungen. Besonders alarmierend ist die Möglichkeit, dass auch externe Faktoren wie etwa ein Meteorit oder Planetenkonstellation zu dieser angespannten Situation beitragen könnten. Die Natur selbst scheint sich gegen die Menschheit zu wenden, während gleichzeitig tiefgreifende Veränderungen durch das Eingreifen einer dritten, unbekannten Macht anstehen.
Globale Umwälzung von April bis August 2025. Von April bis August nächsten Jahres werden diese Umwälzungen voraussichtlich globale Auswirkungen haben. Die Menschheit steht vor einer Zeit voller Unsicherheiten und Herausforderungen, die nicht nur bestimmte Regionen, sondern die gesamte Welt betreffen werden. In dieser kritischen Phase bleibt abzuwarten, wie die Menschen auf die sich abzeichnenden Krisen reagieren und ob sie in der Lage sind, sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen. 11. Herausforderungen in Europa und Naturkatastrophen, speziell in Chennai. Europa, Grenzkonflikte im Südwesten. In den nächsten Monaten stehen einige Regionen Europas vor erheblichen Schwierigkeiten, die das tägliche Leben der Menschen stark beeinflussen werden. Insbesondere im Südwesten Europas sind Irritationen im Zusammenhang mit den Grenzen zu erwarten. Mögliche Veränderungen im Grenzschutz und sogar Grenzverschiebungen könnten die Stabilität in dieser Region gefährden. Spannungen im Nordwesten. Ähnliche Spannungen zeichnen sich im Nordwesten des Kontinents ab, insbesondere im skandinavischen Raum und auf den britischen Inseln. Hier könnten Auseinandersetzungen über Grenzverläufe und territoriale Ansprüche zunehmen. Es wird erwartet, dass sich diese Fragen bis zum Ende des Jahres klären, doch die Unsicherheit könnte bereits jetzt für Unruhe sorgen. Naturkatastrophen in Chennai. Besonders alarmierend ist die Situation im Großraum Chennai in Tamil Nadu. Dort wird für den Zeitraum zwischen dem 16. und 23. Oktober mit starken Regenfällen gerechnet, die zu verheerenden Überschwemmungen führen könnten. Diese Naturereignisse werden nicht nur den Verkehr beeinträchtigen, sondern auch die Versorgungslage in der Stadt und dem Umland ernsthaft gefährden. Ausblick auf turbulente Monate. Die kommenden Monate versprechen turbulent zu werden. Werden die betroffenen Regionen in der Lage sein, sich an die neuen Herausforderungen anzupassen? Und wie werden die Menschen mit den Auswirkungen von Naturkatastrophen und geopolitischen Spannungen umgehen? Die Welt schaut gespannt auf die Entwicklungen, die sich in diesen kritischen Gebieten entfalten werden. Indiens Wirtschaft, Turbulenzen und Skandale voraus. Steuerhinterziehung und Betrugsvorwürfe. In Indien steht einer der reichsten Geschäftsleute des Landes unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung und betrügerischer Geschäfte. Die kommenden Monate werden für ihn und seine Unternehmen eine äußerst schwierige Zeit darstellen, da die Regierung Maßnahmen ergreifen könnte, um die Vorwürfe zu untersuchen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung wird nicht nur seine Geschäfte, sondern auch das Vertrauen in die indische Wirtschaft beeinflussen. Skandale an der Börse. Darüber hinaus sind in den kommenden Jahren mehrere Skandale an der indischen Börse zu erwarten. Diese werden sich voraussichtlich auch auf dem internationalen Markt auswirken. Betrügerische Modelle, die mit Aktien und Schuldverschreibungen verbunden sind, könnten Anleger in eine prekäre Lage bringen. Vorsicht für Investoren. Für alle, die in den indischen Markt investieren oder bereits investiert sind, gilt ab sofort besondere Achtsamkeit. Die Entwicklungen in den nächsten Monaten könnten weitreichende Folgen haben und es ist ratsam, sich über potenzielle Risiken im Klaren zu sein. Der internationale Finanzmarkt wird ebenfalls aufmerksam beobachten, wie sich diese Situation entfaltet. 13. Gesundheitliche Herausforderungen. Neue Krankheiten im Fokus. Auftreten neuer Krankheiten. In den kommenden Monaten wird es in Afrika und Teilen Europas zu einem Auftreten neuer Krankheiten kommen. Diese Entwicklungen werden zunächst von den Medien als potenzielle Bedrohung für eine neue Pandemie oder als größere Gesundheitsgefahr dargestellt. Beruhigende Erkenntnisse.
Allerdings wird sich schnell herausstellen, dass diese neuen Krankheiten mit herkömmlichen medizinischen Mitteln behandelbar sind. Die Gesundheitsbehörden werden in der Lage sein, angemessen zu reagieren und die Situation unter Kontrolle zu halten. Fazit und Ausblick. Trotz anfänglicher Besorgnis ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und die medizinischen Empfehlungen zu befolgen. Die kommenden Monate könnten eine spannende Zeit für die Gesundheitsforschung darstellen, während sich die Welt auf die neuen Herausforderungen einstellt. Ende der Zusammenfassung und Ausblick: Entscheidungen für die Zukunft. Segen und Ausblick. Die Lesung endet mit dem Segen des Schöpfers und dem Versprechen eines weiteren Updates im kommenden Monat. Dieses Update wird zusätzliche Informationen und Details zu den beschriebenen Ereignissen liefern, die für die Zuhörer, also für euch, von großem Nutzen werden wird. Vertraute Szenarien. Die beschriebenen Szenarien erscheinen vertraut und spiegeln eine Realität wider, die viele bereits im Kopf haben. Die bestehenden Konflikte und Probleme drängen auf Lösungen. Es entstehen zwei Kräfte gegenüber, jene, die für eine gerechte und harmonische Welt einstehen, und solche, die die Kontrolle über die bestehenden Systeme behalten wollen. Entscheidende Monate. In den nächsten 11 Monaten wird die Welt an einem Scheideweg stehen. Die Prognosen deuten darauf hin, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaften sein wird. Diese Veränderungen betreffen nicht nur Europa oder den deutschsprachigen Raum, sondern die gesamte Menschheit. Die Macht der Entscheidung, die Fragen, die sich uns stellen, sind grundlegend. Wollen wir eine Welt mit elektronischen Impfpässen und zentraler Kontrolle oder streben wir eine lebenswerte Zukunft an? Jeder hat die Möglichkeit, täglich Entscheidungen zu treffen, die die Richtung seines Lebens beeinflussen. Gemeinsam stark. Es ist an der Zeit, diese Entscheidung aktiv umzusetzen. Wir sind nicht machtlos. Die Mehrheit hat die Kraft, eine neue und bessere Welt zu schaffen. Doch wie das Sprichwort sagt, ohne Zusammenbruch kein Durchbruch. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind die ersten Schritte zu einer neuen und aufregenden Zukunft. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese neue Zusammenfassung der Palmblattlesung gut gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Kommentar hinterlasst, weil der ist ganz wichtig, um euer Feedback auch zu hören. Und natürlich vergesst nicht, meine anderen Social Media Kanäle auch mit einem Like oder einem Abo zu versehen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, denn nur durch euch wächst mein Kanal und ich weiß, dass ihr immer tolle Kommentare abgebt von euch und da freue ich mich auch immer drauf und da möchte ich auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen. Also bis bald, bis zum nächsten Mal, eure Alex von Bewusstsein TV.